Hallo und willkommen zu einem neuen Indie-Horror-Let's Play. Diesmal spielen wir Vanish. Es ist eine Alpha-Version. Ich habe es selber noch nicht gespielt und ich bin ein bisschen gespannt. Ich glaube, man geht durch Gänge wie bei SCP und so weiter, diese Spielerart. Falls es noch mehr rauscht, als es sonst schon rauscht, ist es diesmal nicht nur mein Computerlüfter, sondern der Deckenventilator, unter dem ich sitze, weil es einfach brüllend heiß. Aber ich denke, das wisst ihr ja genauso gut wie ich. Ich drücke jetzt einfach mal auf Play und dann schauen wir mal, was für eine Art von Spiel das so sein wird. Okay. Wir stehen vor einer Wand. Ich muss mal eben mein Rollo runter machen, das ist irgendwie zu hell. Okay. Ich mein Mikro denn noch an? Ja, das wäre jetzt super. Neuerdings habe ich das Talent, dass mein Mikro immer weg ist. Gut, Besteuerung können wir ducken, offensichtlich. Licht haben wir ja auch überall. Grafik ist ganz nett. Das ist hier typisch Unity Engine. Wieder mal. Hier so viele Spiele hier. Warum es Vanish heißt, weiß ich gar nicht. Ob wir irgendwie verschwinden sollen, wollen oder... Also, dammit. Ich habe vergessen, die Schlüssel zum Tor zu holen. Glowsticks. Okay, wir brauchen also Glowsticks, um die Schlüssel zu finden. Mit dem Licht ist jetzt nicht ganz so hübsch gelungen, aber... Okay, interessant. Also es hat sich die Kameraperspektive ja nochmal komplett geändert. Ist das Licht wieder an? Ich dachte eigentlich, wenn hier die Tür ist, sind wir in die Richtung, dachte ich, gelaufen und... Wir haben noch einen Zettel. Irgendwas stinkt. Das ist lecker, lecker, lecker. Glowsticks halt nicht so lange, ja, gut. Nicht nach links, sondern nach rechts. Jetzt wird meinen, ich habe überhaupt nicht auf die Uhr geguckt. Ja. Das ist echt eine Sackgasse. Okay, die ist da immer noch. Folge den Rohren, steht da. Und noch eine Notiz. Wo bist du? Kriegst du meine Nachrichten? Ich weiß nicht mal, wo ich bin. Irgendwas ist hier mit uns. Suche immer noch den Wasserpumpenraum. Okay, folge den Rohren. Aber bis jetzt gibt es ja nicht viele Wege, also... Nicht viel, wo ich folgen könnte.
Von da sind wir gekommen. Sind ja aber ganz viele Wege. Boah. Zettel. Wir einen Zettel haben, so. Okay. Falsche Richtung. Ich verrenne mich nicht. Wo kommen diese großen Löcher in der Wand her? Ein Fadenkreuz oder sowas in der Art? Auf jeden Fall haben wir schon mal Bekanntschaft gemacht mit irgendwelchen Monstern hier. Schlüssel, aber jetzt die Frage, wohin mit den Schlüsseln? Da ist ein Pfeil. Die Leiter, Pumpen, Generator. Oh. Ist jetzt weg. Wow. No, 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 no. Ach du Scheiße. Hier ist eine Sackgasse. Oh verdammt. Oh nein. Nein, nein, nein. 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 Oh, ich bin gestorben. Ich hatte aber immerhin den Schlüssel und ich hatte ein paar Glowsticks. Ich hätte nur rausfinden müssen, wie man diese Karte liest und nicht in der Sackgasse laufen. Das ist natürlich gemein, wenn man nicht weiß, wo es da lang geht. Wenn dieses Gebiet aber tatsächlich immer gleich ist, könnte man es durch mehrmalige Spielen wahrscheinlich locker rausfinden. Außer die Räume sind auch dann irgendwie anders angeordnet, was ich aber nicht glaube wegen der Karte. So, das bleibt jetzt aber so ein kurzer Teil. Es wird nicht besonders lang gewesen sein, aber ne, so gibt es halt mehrere Spiele und immer nur einen Versuch erstmal. Und die, die euch dann besonders gut gefallen haben, da versuche ich mich natürlich auch ein zweites, drittes, viertes Mal dran. Genauso wie bei Slenderman. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ich hoffe, es ist nicht so heiß bei euch wie bei mir.